Das ist der beste Gameboy, den man für Geld kaufen kann. Das ist verdammt beeindruckend. Ich bin schon lange Retro-Spiele-Sammler. Hauptsächlich sammle ich Gameboy und vor allem Gameboy Advance-Spiele. Jeder, der in den 90ern aufgewachsen ist, kann sich noch an die dicken Klötze erinnern, mit denen wir auf dem Rücksitz des Autos unserer Eltern die langen Reisen kürzer gemacht haben. Der Gameboy war eine sehr wichtige Konsole. Unglaublich erfolgreich für Nintendo. Hat viele Leute zum Spielen gebracht, die eigentlich überhaupt nichts mit Videospielen zu tun hatten. Zum Beispiel Mütter, die dann irgendwie Tetris-Profis geworden sind und euch wahrscheinlich heute noch abziehen würden. Der Gameboy hat einen enormen kulturellen Einfluss gehabt. Und weil er so erfolgreich war, hat der Gameboy auch einen Haufen Spiele bekommen. Und davon habe ich auch eine ganze Menge. Und der Analog Pocket ist die beste Möglichkeit, diese Spiele heutzutage zu spielen. Heute reden wir darüber, was den hier von dem hier unterscheidet und warum das hier einfach so beeindruckend ist. Ich freue mich sehr, dass dieses Video gesponsert ist von RetroPlays, aber dazu später mehr. Bevor wir jetzt mit dem Analog Pocket genau ins Detail gehen und uns angucken, was der alles drauf hat, möchte ich erstmal kurz über Gameboy-Spiele reden. Warum sollte man überhaupt noch in 2023 irgendwelche Gameboy-Spiele spielen wollen? Naja, da gibt es verschiedene Gründe. Einmal natürlich irgendwie aus Nostalgie oder um historisch zu sehen, wo diese ganzen Games mal irgendwie herkamen. Aber ich muss sagen, ich finde die Gameboy-Ära so interessant und deswegen sammle ich auch dafür, weil das eben eine Zeit war, wo die Technik eigentlich schon weiter war. Also da gab es schon viel bessere Konsolen, für die die ganzen Leute schon entwickelt haben. Das heißt, jeder, der ein Spiel für einen Gameboy entwickeln wollte, musste sich sehr einschränken und in den Limitationen dieses Systems arbeiten. Und ich als kreative Person, Musiker und so, weiß, dass eben solche Limitationen auch echt die Kreativität fördern können. Deshalb gibt es auf dem Gameboy zwar auch einen Haufen Mist an Spielen, aber genauso gibt es dort auch echt viele beeindruckende Dinge, was die Technik oder die Kreativität angeht, um einfach in so ein kleines Bite-Sized-Game möglichst viele lustige Mechaniken reinzupacken, bevor die paar Kilobyte an Speicher auslaufen. Hier zum Beispiel spiele ich einen 3D-First-Person-Shooter auf dem Original-Gameboy. Was zur Hölle? Ich finde, es gibt einige Gameboy-Spiele, die eben aufgrund dieses Runterbrechen auf die minimalen Dinge, die halt dann eben funktionieren und Spaß machen, auch heute noch echt gut funktionieren. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Shigeru Miyamoto nicht nur bei Mario und Zelda auf dem Gameboy beteiligt war, sondern dass er auch ein Puzzle-Game gemacht hat, Mole Mania, was richtig großartig ist, was viele Leute gar nicht wissen, auch heute noch super viel Spaß macht? Oder wusstet ihr, dass so Spiele wie DuckTales 1 und 2 vom NES oder auch sogar Robotector oder wie es in Amerika eher bekannt ist, Contra, tatsächlich relativ kompetent auf den Gameboy geportet wurden. Man konnte fast vollwertige NES-Spiele auf dem Gameboy spielen. Es gibt auch ein Darkwing Duck Game, was so ein bisschen wie Mega Man ist, was ich besonders gern mag. Das gab es auch auf dem NES und es wurde auch einfach sehr authentisch auf dem Gameboy geportet. Das sind alles Sachen, die mich echt faszinieren. Und das Schöne bei Gameboy-Spielen ist ja, dass sie so ein bisschen wie so Sammelkarten sind. Die kann man sich echt toll in den Schrank stellen. Eine Sammelkarte, die man dann auch noch spielen kann. Und da gibt es halt auch einfach echt viel zu entdecken. Ich habe früher auch einfach Spiele gekauft, wo mir einfach das Artwork oder das Cover gut gefallen hat und dann ja einfach geguckt, ob es cool ist oder nicht. Das Tolle ist, viele davon kosten halt auch einfach nicht so viel. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch auf den Geschmack gekommen seid, nicht nur unbedingt Gameboy-Spiele, aber vielleicht andere Retro-Spiele zu sammeln, dann habe ich eine tolle Adresse für euch, unseren heutigen Sponsor, RetroPlays. RetroPlays ist euer Marktplatz für alles rund um Videospiele. Hier könnt ihr nicht nur verschiedene Spiele kaufen, sondern auch verkaufen. Hier findet ihr Games, Konsolen und sogar Videospielzubehör. RetroPlays ist eine Seite von Sammlern für Sammler. Deswegen findet ihr hier auch die verschiedenen Versionen der einzelnen Spiele und könnt nachschauen, ob es gerade Angebote dazu gibt oder könnt sie selbst verkaufen. Und genau deswegen sind nach meiner persönlichen Erfahrung die Preise hier auch oft angemessener als auf anderen Plattformen. Aber RetroPlays ist nicht nur euer Marktplatz für Videospiele, sondern auch ein Tool, um eure Sammlung zu katalogisieren. Hier könnt ihr zum Beispiel Barcodes einscannen oder die Games manuell einer Sammlung hinzufügen und euch sogar die Sammlung von anderen Leuten ansehen und das ähnlich wie diese Person hier katalogisieren. Egal was ihr sammelt, von ganz alt bis neu findet ihr hier alles auf RetroPlays.
schon bevor mich das RetroPlays-Team, übrigens eine Webseite aus Deutschland, für das Sponsoring kontaktiert hat, kannte ich die Seite und war sehr zufrieden damit. Deswegen empfehle ich euch die Seite sehr gerne. Schaut mal vorbei auf RetroPlays und stöbert mal ein bisschen oder mistet euren Keller aus und schaut, was ihr für Schätze da versteckt habt. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und loslegen. Jetzt kommen wir zu unserem ausführlichen Blick auf den Analog Pocket. Was macht den so besonders? Es ist eine FPGA-Konsole. Das bedeutet, das Ding hier ist kein Emulator, das ist keine Software-Emulation, sondern sozusagen Hardware-Emulation. FPGA steht für Field Programmable Gate Array. Das ist Chip, der so tun kann, als ob er ein anderer Chip wäre. Das bedeutet, irgendwelche Super-Enthusiasten haben sich hingesetzt und einfach all die Schaltkreise hier auf dem Gameboy komplett ausgemessen und das Ganze dann in diesen FPGA reinprogrammiert. Das heißt, de facto ist dieses Ding quasi ein Gameboy. Ich kann hier Spiele drauf spielen, direkt von der Karte wie auf dem Original. Ich habe ein absolut gleichwertiges Spielgefühl von der Latenz, also alles ist, wie es damals war. Ich kann sogar auf den Gameboy-Karten, die ich so gerne sammle, speichern. Das können zum Beispiel Cartridge-based Emulatoren, die es auch gibt, wie Retron 5 oder so, nicht. Ihr fragt euch natürlich jetzt zurecht, warum man diese ganze Space-Technologie in so ein Gameboy reinsteckt. Der Grund dafür ist, dass man das Alte mit dem Neuen kombinieren kann. Mit modernen Features on top. Ich bin nicht nur Gameboy-Spielesammler, sondern auch Gameboy-Modder. Und da gibt es eine große Community von Enthusiasten, die wirklich alles Mögliche in diese Dinger reingesteckt haben. Das hier ist ein Gameboy Pocket, den ich selber modifiziert habe mit einer neuen Hülle, mit einem neuen Screen, in Farbe und mit Hintergrundbeleuchtung. Aber der hat zum Beispiel auch sowas wie hier oben so einen Touch-Sensor, den ich hier verbaut habe, mit dem ich die Farbe des Displays ändern kann. Und das geht über sowas wie moderne IPS-Displays mit Hintergrundbeleuchtung, über Mods für den Verstärker, damit die Boxen vom Gameboy lauter sind, bis hin zu USB-C-Ladeanschluss und Akku hier in meinem gemoddeten Game Boy Advance. Ich liebe dieses Ding. Es gibt also, wie ihr seht, einen Haufen Leute, die eine enorme Nostalgie für dieses alte Zeug haben und das ein bisschen mehr in die moderne Zeit bringen möchten. Und da kommt auch Analog ins Spiel, weil ich würde sagen, das ist eine Konsole für eben diese Enthusiasten. Das Ding hat all diese Sachen, die ich und andere in ihre Game Boys reingemoddet haben und mehr. Der auffälligste Unterschied ist natürlich, dass ihr hier tatsächlich sehen könnt, was passiert. Dieses Display ist der absolute Wahnsinn. Es hat 10-mal die Auflösung des Original-Gameboys. Der große Vorteil davon ist, dass dadurch dieses Display nicht nur Pixel, sondern auch sozusagen Subpixel rendern kann und einen Effekt erzeugen kann, der so aussieht wie damals die LCD-Screens im Original-Gameboy, nur eben mit Hintergrundbeleuchtung. Ein bisschen schwer zu erklären, aber stellt euch das so vor. Ein LCD-Display hat einfach Pixel, die durchsichtig oder dunkel sein können. Und das Licht wird dann von so einer Folie reflektiert. Das bedeutet, es hatte immer so eine Schattierung. Und das Ding hier kann eben aufgrund dieser enorm hohen Auflösung diesen Look tatsächlich nachbauen. Und die Aufnahmen werden dem auch wirklich nicht gerecht. Es ist vielleicht der beste Gameboy-Screen, den ich jemals gesehen habe. Aber mehr noch, es hat Stereo-Sound. Die meisten wissen das nicht, der Gameboy hatte ja nur hier unten so einen Speaker. Aber die Spiele haben tatsächlich meistens Stereo-Sound gehabt, die man aber nur gehört hat, wenn man Kopfhörer benutzt hat. Ist also hier sofort mit drin, mit besserer Sound-Hardware. Aber der spielt nicht nur Gameboy-Spiele, der spielt auch Gameboy Color und Gameboy Advance-Spiele. Und die sehen alle unglaublich gut darauf aus und fühlen sich gut an. Das heißt, um Gameboy Advance zu spielen, braucht man natürlich auch hier Schultertasten, die der auch hier hat. Der liegt in der Hand wie ein Gameboy, aber man kann ihn sogar ein bisschen fester halten und hier mit den Schultertasten eben die ganzen Gameboy Advance Sachen machen. Jede einzelne der Gameboy-Konsolen hat auch verschiedene Display-Einstellungen, verschiedene Filter sozusagen, um den Look der verschiedenen Konsolen zu emulieren. Beim Gameboy Color kann man auch eben diese Lines da reinmachen, diesen Pixel-Grid. Und beim Gameboy Advance gibt es sogar die Möglichkeit, den Look des GBASP AGS 101 zu emulieren. Der ist unter Sammlern ziemlich beliebt, weil das der erste GBA war mit einer richtigen Hintergrundbeleuchtung und nicht nur so einer Frontbeleuchtung. Also ihr seht, das ist wirklich ein Ding von Enthusiasten für Enthusiasten. Mit verschiedenen Adaptern kann man hier sogar Game Gear und andere portable Konsolen spielen. Die kann man auch beim Hersteller mitkaufen, aber das war immer noch nicht alles. Das Ding hat eine Dockingstation, mit der ich die Gameboy-Spiele auch hochskaliert auf dem Fernseher spielen kann. Und zwar von der Originalkarte.
Also es ist wie wirklich ein echter Gameboy hier drin, den ich auf dem HD-Fernseher spielen kann. Das finde ich ziemlich beeindruckend. Das Ding hat tatsächlich auch die Möglichkeit, von Originalspielen Save States zu machen, wie so ein Emulator. Das bedeutet, ich kann auch einfach mitten in einem Spiel, mitten im Kampf oder so, selbst wenn irgendwie auch die Batterie von einem Spiel tot ist, ne, Gameboy-Spiele muss man ja auch die Batterien ab und zu mal wechseln, kann ich immer noch speichern. Einfach intern hier. Als das Ding rausgekommen ist, gab es nur irgendwie so 3 oder so Speicherplätze für Save Games. Jetzt sind es, glaube ich, 128, also auf jeden Fall für eine Weile ausreichend. Aber der Fakt ist, dass wir hier Save States haben für Original-Cartridge-basierte Spiele. Aber das war es immer noch nicht. Das Ding ist auch noch ein Synthesizer. Und wenn ihr meinen Kanal kennt, wisst ihr, eins meiner Hobbys sind Videogames. Anderes, Musikproduktion. Ich konnte gar nicht anders, als mir so ein Ding zu kaufen. Das ist fast wie für mich gemacht. Dazu gibt es nämlich ein MIDI-Kabel zu kaufen, habe ich mir einfach mitbestellt. Und dann kann man das Ding einfach über einen MIDI-Controller oder einen Sequencer anschließen und hier mit dem Original, in Anführungszeichen, Gameboy Soundchip Musik machen. Auch das ist tatsächlich so ein Bereich dieses Hobbys. Es gibt viele Leute, die ihre Gameboys ja, als Musiksynthesizer oder Soundgeneratoren benutzen. Und das ist hiermit halt noch einfacher, weil mit dabei schon die beliebte Gameboy-Software Nanoloop kommt. Die habe ich tatsächlich auch einfach auf so einer Gameboy-Platine gekauft von den Entwicklern. Und das ist einfach ein Sequencer-Synthesizer für den Gameboy. Und der ist hier einfach schon mit drauf. Aber damit noch nicht genug. Mit dabei ist auch noch GB Studio. Das ist eine Plattform für Homebrew Gameboy-Games. Da könnt ihr sogar selber eigene Gameboy-Spiele mit relativ zugänglichen Tools entwickeln und eure Füße einfach mal so ein bisschen in Game Development reindippen mit simplen Gameboy-Spielen. Der Analog Pocket mit seinen $219, wo ihr natürlich auch noch Import, Versandkosten und so weiter drauf rechnen müsst, ist natürlich teuer für irgendwie ein Gameboy. Aber vielleicht habt ihr auch gemerkt, da steckt einfach alles drin, was man vielleicht haben möchte in so einem modernen Gameboy als Fan. Natürlich kann man sich auch vielleicht ein bisschen günstiger hier so ein Original Gameboy Pocket oder Gameboy Advance modifizieren. Das Problem ist aber, dass die Preise für Retro-Spiele und auch für die Hardware so krass durch die Decke gegangen sind. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach einen Roh-Gameboy kauft, ich zum Beispiel kann die Dinger auch reparieren, also ich kaufe oft welche, die nicht mehr funktionieren und repariere die dann sozusagen. Das ist dann immer ein bisschen günstiger, aber da seid ihr dann auch teilweise jetzt schon bei 60 bis 80, vielleicht sogar 100 Euro für die Rohkonsole. Dann müsst ihr natürlich noch die ganzen Screenkits und die ganzen Parts für das Modding kaufen und das Modding selber machen, wobei das natürlich auch echt viel Spaß macht und wie gesagt, wenn ihr das mal sehen wollt, mache ich auch darüber gerne ein Video. Aber es ist gar nicht mehr so weit weg vom Analog Pocket, was den Preis angeht. Und wenn man wirklich den besten Gameboy sozusagen haben möchte, kann man den schon echt kaufen. Natürlich gibt es auch andere Lösungen wie den Mio Mini, der wesentlich günstiger ist. Das hat natürlich nicht dasselbe Feeling, dieselbe Authentizität. Aber da muss man natürlich selber wissen, ob man darauf Wert legt oder nicht. Auf dem Mio Mini geht beispielsweise ja auch dann Super Nintendo und so weiter. Und nun, auf dem Analog Pocket auch. Ich habe vorhin ja schon vom FPGA-Chip erzählt, der da drin ist. Aber das Ganze, große Überraschung, hat noch einen zweiten FPGA-Chip, den die Hersteller da reingepackt haben, um eben andere Kerne, andere Hardware-Emulationen von der Community darauf bringen zu lassen. Haben auch Leute für Sega Mega Drive, Super Nintendo und so weiter gemacht. Und da gibt es so Projekte wie Mr. FPGA. Das ist im Endeffekt sowas Ähnliches wie der Analog Pocket. Und eben die Entwickler dieser Kerne haben natürlich jetzt auch angefangen, ihre Kerne auf den Analog Pocket zu bringen. Das bedeutet, ihr könnt auf dem Analog Pocket mittlerweile auch Super Nintendo, die Sega-Konsolen, Arcade-Automaten und verschiedenes Zeug spielen. Das hört auf bei PlayStation 1. PlayStation 1 geht nicht mehr, obwohl Leute daran wohl arbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals passieren wird. Aber so hoch bis zum Super Nintendo und vielleicht ein paar Arcade-Automaten könnt ihr tatsächlich auf dem Ding spielen. Und ja, der funktioniert dann auch über SD-Karte, also mit ROMs, also euren Sicherungskopien von euren Spielen. Das heißt, ich kann meine gesamte Gameboy-Bibliothek auch einfach komplett auf das Ding draufladen und dann in diesem separaten Kern spielen. Wenn ihr Gameboy-Spiele zum Beispiel auf den anderen Kern spielt, also diesen Weg geht, dann haben die eben nicht all diese Optionen, die ihr beim Analog Pocket-Kern habt. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Karte reinsteckt und dann von der Karte spielt, dann habt ihr Zugriff auf all die Sachen. Deswegen fühlt sich das dann immer noch mal ein bisschen besser an. Der Prozess, das alles da drauf zu kriegen, war auch überhaupt nicht schwer. Da findet ihr sicherlich einige Guides zu. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier nicht irgendwie noch das noch zusätzlich mitzuerklären. Ich wollte euch mehr so meinen Eindruck von dem Ding geben. Der Mister ist mehr für euren CRT oder für euren modernen Flachbild geeignet. Aber der hier ist zum Mitnehmen die beste Option, um diese alten Konsolen zu erleben, so wie es halt damals war. Und mit dem Dock
kann man dann natürlich auch am Fernseher spielen. Wie bei einer Switch kann man sogar das Spiel dann pausieren. Der hat, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, der hat einen Sleep Mode für diese Spiele. Also man kann kurz pausieren und dann direkt wieder anmachen und ist eben zurück in seinem Gameboy spielt, was natürlich auf dem Original Gameboy nicht ging, an oder aus. Und das ist halt auch echt cool für Pick-up and Play. Man hat sein Spiel da laufen, legt es dann kurz weg und kann dann einfach später irgendwann weiterspielen. Das ist super. Ich denke, nachdem ich euch das alles erklärt habe, wisst ihr wahrscheinlich schon, ob ihr so ein Ding unbedingt haben wollt oder nicht. Ich glaube, das ist dann ganz einfach. Also entweder ist man da völlig fasziniert von, möchte so ein Teil haben oder schaut halt vielleicht nach einer anderen Lösung. Es ist einfach, ne, ist einfach besonders, das wirklich auf der Original-Hardware zu spielen, auch wenn man irgendwie das Display austauscht und so. Aber ich muss wirklich sagen, dass der Analog Pocket mir quasi dasselbe Feeling gibt, plus die ganzen Features, die er eben noch zusätzlich hat. Ich als, wie ihr sehen könnt, relativer Hardcore-Gameboy-Fan bin extrem beeindruckt von dem Ding. Bin so froh, dass ich den habe. Ich bin aber auch ein bisschen traurig, weil, ich sag mal, ich selber kann einen Gameboy nicht so krass modifizieren, dass er das alles kann hier. Das heißt, ja, das ist der beste Gameboy, den man für Geld kaufen kann. Und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann nochmal übertroffen wird. Und das ist auch ein bisschen traurig, weil irgendwie ein Teil dieses Hobbys ist halt zu gucken, wie weit man das pushen kann. Aber ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass ich dieses Ding jetzt habe. Ich spiele das permanent, greife mir einfach irgendein Game da hinten aus meiner Sammlung, wenn ich Lust habe, und spiele mal eine Runde Mega Man 5. Ist leider sehr teuer geworden. Ist ein richtig gutes. Ach mein Gott, ich könnte so viel über Gameboy-Spiele erzählen und das mache ich auch. Nämlich habe ich jetzt endlich mal einen Grund, über diesen Teil, das seht ihr immer im Hintergrund meiner Videos, meines Hobbys zu reden. Ich werde jetzt tatsächlich ein paar Videos machen über Gameboy-Spiele. Ich habe heute ja schon so ein paar angeteasert, so ein paar beeindruckende Dinge. Und da gibt es, wie gesagt, eine Menge versteckte Perlen, technisch beeindruckende Sachen, über die ich demnächst mal in einem Video reden werde. Ich hoffe, ihr schaut euch das an. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Es wird bestimmt wunderschön. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an RetroPlays für das Sponsoring dieses Videos. Ist echt eine tolle Seite, sind sehr nette Leute da. Also das unterstütze ich wirklich gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Aber das war es erstmal wieder von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.